Diesmal ist uns die komplexe Zahl in der algebraischen Form gegeben, beziehungsweise Koordinatenform. Also können wir da schon mal aufschreiben. Wir wissen die algebraische Form oder Koordinatenform, nenne ich es mal. Koordinatenform lautet z ist minus 2 plus 2i. Ist also bereits gegeben. Das heißt, ich weiß automatisch, mein a ist minus 2 und mein b ist 2 plus. Um die anderen beiden Formen jetzt zu haben, Polarform oder die trigonometrische Form, brauche ich mein Argument phi und meinen Radius, also meinen Betrag r. Formel: r ist Wurzel aus a² plus b², wäre also Wurzel aus minus 2 Quadrat plus 2 Quadrat. Minus 2 Quadrat sind plus 4, plus 4 ist 8, das wäre also Wurzel 8. Wenn Sie es gerundet haben wollen, wäre es 2,83. Aber wir nehmen den genauen Wert, also wir nehmen Wurzel 8. Phi. Phi ist Arcus Tangens von B durch A. Wäre also Arcus Tangens von 2 durch minus 2 ist minus 1. Und der Arcus Tangens davon ist minus Pi Viertel. Wenn Sie es in Grad angeben würden, wären das minus 45 Grad. Jetzt zur Frage, muss ich da noch Pi dazu zählen, beziehungsweise 180 Grad zu dem Winkel dazu zählen? Dafür überlege ich mir wieder, wie sieht die Zahl aus, wo liegt die Zahl? Z, minus 2, das heißt auf der x-Achse gehe ich 2 nach links, plus 2i und von da gehe ich 2 hoch. Das heißt, meine Zahl liegt im dritten Quadranten. Ich habe hier aber einen Winkel erhalten von minus 45 Grad. Minus 45 Grad heißt, ich gehe von der x-Achse runter. Das ist die falsche Richtung. Ich sehe jetzt also, mein Winkel liefert mir minus 45 Grad. Ich müsste aber dahin kommen und deswegen weiß ich, ich muss hier auf jeden Fall 180 Grad dazu zählen. Beziehungsweise beim Winkel, den ich in Radianten angegeben habe, hier müsste ich Pi dazu zählen. Also weiß ich Folgendes. Ich mache das jetzt hier wieder weg. Mein Betrag r ist Wurzel 8 und mein Winkel Phi ist minus Pi Viertel plus Pi sind minus 1 Viertel plus 1 sind plus 3 Viertel Pi. Beziehungsweise in Grad minus 45 und 180 entspräche plus 135 Grad. Und damit habe ich Phi und ich habe R und damit muss ich die anderen beiden Formen von der komplexen Zahl nur noch aufschreiben. Das heißt, meine Polarform die sieht ja üblicherweise als Formel so aus, R mal E hoch Phi mal I, wäre also Z gleich R, Wurzel 8, mal E hoch Phi ist 3 Viertel Pi mal I, beziehungsweise wenn Sie den Winkel in Grad angeben wollen, könnte man es auch schreiben als Wurzel 8 mal E hoch 135 Grad mal I oder mal J. Und die trigonometrische Form geht natürlich genauso schnell. Trigonometrische Form. Zur Erinnerung, die trigonometrische Form hatte als Formel z gleich r mal Cosinus Phi plus i mal Sinus Phi. In dem Fall wäre das also z gleich Wurzel 8 mal Cosinus von Phi hier, 3 Viertel Pi, plus I mal Sinus von Phi, sind auch wieder 3 Viertel Pi, große Klammer zu,
Und eben, falls Sie den Winkel nicht in Radianten angeben wollen, sondern in Grad, stellen wir halt in der Klammer 135 Grad, beziehungsweise hier auch 135 Grad. Also halt Wurzel 8 mal Cosinus von 135 Grad plus I mal Sinus von 135 Grad. Ist es ein bisschen hochgerutscht, aber.